Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe dieses Video jetzt hier für euch dabei als kleinen Reminder, aber auch natürlich um so ein bisschen Eindrücke vom aktuellen Frontline-Verlauf mit euch zu teilen. Wir haben eine neue Karte in Frontline, das ist die, die ihr hier gerade im Hintergrund seht. Ich versuche mal gerade herauszufinden, wie die Karte heißt. Fata Morgana heißt die Karte, so sieht's aus. Also wir gucken uns jetzt eine Runde Frontline auf der neuen Karte an, damit ihr zumindest so einen kleinen Eindruck mal habt, wie die Karte aufgebaut ist, wie die Karte aussieht. Und parallel dazu möchte ich mit euch über ein paar Sachen sprechen, die mir gestern aufgefallen sind, beziehungsweise die vielleicht für euch nicht uninteressant sind. Fangen wir mal an. Es ist nach wie vor auf der Frontline-Map, beziehungsweise im Frontline-Modus so, dass keine 9er Panzer dabei sind. Das war ja mal eine kurze Zeit lang so, dass Wargaming sich dazu entschieden hatte, auch 9er Panzer zuzulassen. Gott sei Dank sind sie davon wieder abgerückt, weil das gerade die Leute, die Frontline auch nutzen, um ihre 8er Panzer zu grinden, natürlich massiv getroffen hat, weil man ja diesen Modus eigentlich gespielt hat, weil es ein einstufiges Gefecht ist und weil Tier 8 natürlich auch eine Stufe ist, wo die Grinds schon deutlich länger dauern, bis man dann mal so ein Fahrzeug ausgebaut hat. Sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Alle Tier 8 Panzer könnt ihr in diesem Modus fahren. Sowohl Reward Panzer wie den Chimera, als natürlich auch sämtliche Premium Varianten, als natürlich auch eure Forschungsbaumpanzer. Und was man sehen kann, ist, dass viele diesen Modus tatsächlich auch effektiv nutzen, um ihre Panzer, die sie quasi grinden wollen, ja, dann hier im Frontline abzuschließen, weil man doch auf den Fahrzeugen einiges an Erfahrung sammeln kann. Einmal das und zum anderen geht es nicht in die Wertung ein. Also viele gehen ja immer davon aus, dass auch die Frontline-Gefechte in die Wertung eingehen. Das liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass man zum Beispiel im Spielmodus Gunmarks erfahren kann etc. Deswegen ist man sich da immer nicht so ganz einig, beziehungsweise herrscht da immer häufig Unklarheit. Also Frontline geht nicht in die Wertung ein und ihr könnt hier ohne Probleme eure normalen 8er Forschungsbaumpanzer grinden. Kleine Sache, die hier ehrlicherweise zum Tragen kommt, beziehungsweise die sehr weit verbreitet ist. Viele nutzen Frontline ja, um Credits zu grinden. Das heißt, ihr werdet hier deutlich weniger Premium-Munitionsnutzer finden als in Random Battles. Der Chrysler war jetzt vielleicht hier ein schlechtes Beispiel, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir hier im Frontline-Modus effektiver unsere Panzerung nutzen können. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ihr eure Heavys fahrt, ihr seht das selber, die Karten sind sehr offen gestaltet. Und ich persönlich würde, da sind wir gleich bei meinem ersten Tipp dann auch, am Anfang die Heavys fahren. Also in der ersten Stage, im ersten Sektor, da könnt ihr durchaus ein Heavy fahren, um schnell entweder zu cappen, also den Cap-Druck aufrecht zu erhalten oder den Cap-Druck überhaupt erstmal aufzubauen. Oder um dann halt zu decappen. Ich wähle da gerne sowas wie ein IS-3A, weil ihr da dann auch noch 3 Schuss habt etc. Ihr könnt natürlich auch mit einem Defender etc. sowas machen. Dann ab der zweiten Stufe, beziehungsweise ab eurem zweiten Leben, würde ich tatsächlich an eurer Stelle auf was Mobileres wechseln. Ich spiele da tatsächlich dann den Progetto, weil ich Frontline ausschließlich nutze, um Credits zu fahren. Aber man kann zum Beispiel auch sowas wie den Pantera nehmen, den T-44 oder jede Art von Light. Weil die Karten extrem groß sind, kommt ihr ansonsten mit den Heavys nicht hinterher. Und wenn ihr vorhabt, Frontline schnell durchzuspielen, dann solltet ihr, wie gesagt, auch nicht die Chancen liegen lassen, dann auch zügig zum General zu kommen. Das bedeutet, wie gesagt, am Anfang, erstes Leben, könnt ihr ohne Probleme euren Heavy fahren. Aber dann im weiteren Verlauf würde ich euch empfehlen, definitiv dann auf was Mobileres zu setzen. Wer zum Beispiel hat so ein EBR, der bietet sich natürlich auch an, oder ein Lynx, einfach weil ihr hier mit so einem Fahrzeug schnell große Distanzen überbrücken könnt und vor allem auch der Weg dann zurück zum Rap-Kreis relativ schnell vollzogen ist und ihr somit viel Action seht. Wenn ihr feststellt in Frontline, ihr seid in einem Bereich,
wo ihr nichts zu tun habt, wo wirklich gar nichts passiert. Im Zweifel könnt ihr euer Panzer dann noch selbst zerstören, indem ihr die J-Taste gedrückt haltet und dann in eine Zone wechseln, wo mehr passiert. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ihr in Frontline unglaublich eure Zeit verschwendet. Wenn ihr keine Gefechtsaction seht, werdet ihr keine Erfahrung sammeln. Wenn ihr keine Erfahrung sammelt, sammelt ihr keine Erfahrung für euren Panzer und vor allem auch keine Basis-XP für Credits. Also in jeder Hinsicht wäre das dann Zeitverschwendung und ihr sammelt natürlich auch keinen Fortschritt für Frontline, um die 20 Stufen abzuschließen, weil ihr im Rang nicht steigt, weil halt einfach nichts passiert. Deswegen Tipp von mir, am Anfang in den ersten Zonen A, B, C, da könnt ihr sehr gut Heavys fahren. Hinten raus, dann wieder bei den Hauptzielen könnt ihr auch Heavys fahren, weil da wieder ein sehr, sehr krasser Clusterfight stattfindet, aber in den mittleren Zonen D, E und F oder wenn eine Zone dann gewonnen worden ist, dann würde ich das an eurer Stelle so machen, wie ich das hier mache, auf ein deutlich mobileres Fahrzeug setzen, um dann schnell dem Gefechtsverlauf auch hinterherzukommen und wie gesagt, seht selber zu, dass ihr nicht zu lange tatenlos rumsteht, weil das ist dann, wie gesagt, aus den genannten Gründen absolute Zeitverschwendung. Sind wir auch schon bei dem Thema, was kann man eigentlich bekommen? Da blende ich euch jetzt hier mal einmal ein, die Übersicht. Also man kann hier relativ gut und zügig seine Battle Pass Punkte verdienen. Für jede abgeschlossene Stufe kriegt man 20 Battle Punkte. Ich persönlich habe gestern 2 Stunden Frontline gefahren. Ich habe 2,5 Millionen Credits verdient, noch ordentlich Punkte für den Battle Pass. Ich habe insgesamt es bis Level 8 gebracht von den 20 möglichen Leveln. Das heißt, ich habe 8 mal 20, 160 Battle Pass Punkte. Also das hat auf jeden Fall auch ganz gut geschmeckt. Ja, ansonsten könnt ihr bekommen Umschulungsbefehle, ihr könnt Anleihen verdienen, wenn ihr die Stufe 20 dann abschließt vom Battle Pass, kriegt ihr sogar auch noch 500 Anleihen, also das ist auch nicht schlecht, ihr kriegt nicht wie früher noch zusätzlich für die einzelnen Stufen Credits, aber wenn ihr Booster aktiviert habt, das wäre dann mein nächster Punkt, dann könnt ihr hier noch ordentlich an Erfahrung zulegen. Zum Thema Booster. Das ist leicht verbuggt im Client. Da sieht es so aus, als wenn die Clan-Booster nicht zählen würden. Dem ist nicht so. Clan-Booster, auch wenn sie ausgegraut sind, wie gesagt, das ist ein visueller Bug, auch die Clan-Booster zählen und vor allem natürlich die persönlichen Booster. Wichtig hier, Wargaming lässt sich natürlich nicht lumpen und will natürlich auch nicht, dass ihr hier miese Tricks spielt mit euren Boostern. Ihr könnt bei Frontline die Booster nicht im Gefecht zünden. Ja, das ist natürlich gewollt, das ist kein Versehen. Warum ist das gewollt? So eine Frontline-Runde, die dauert gute 20 bis 25 Minuten und wenn ihr dann natürlich clever seid, dann spielt ihr erstmal 24 Minuten und kurz vor Zeitablauf oder kurz vor Zerstörung der Hauptziele aktiviert ihr dann einfach eure Booster und habt somit 24 Minuten Booster natürlich gespart. Bei 60 Minuten, das ist schon allerhand über ein Drittel Zeitersparnis. Das will Wargaming natürlich verhindern, dass ihr hier die Booster zu euren Gunsten einsetzt. Das heißt, ihr müsst leider in den sauren Apfel beißen und eure Booster vor der Runde zünden. Ja, also, ich hoffe, das ist auch einigermaßen klar geworden. Ja, was kann man sonst noch sagen? Leider findet dieses Mal Frontline nur 7 Tage statt. Also ihr habt nicht allzu viel Zeit für eure Grinds. Ihr müsst da ein bisschen zulegen. Ihr müsst vor allem, wenn ihr könnt, das Wochenende nutzen etc. Also diesmal nur 7 Tage. Auf der einen Seite ist das gut, auf der einen Seite ist das schlecht. Für die Leute, die jetzt keine Zeit haben, die Leute, die vielleicht im Urlaub sind oder die Leute, die sowieso dann vielleicht nur ein- oder zweimal die Woche spielen, ist das natürlich schlecht. Auf der anderen Seite, für das Interessanthalten des Spielmodus ist es tatsächlich gar nicht so verkehrt. Warum? Weil dann natürlich auf diese 7 Tage geballtes Interesse da ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das dauerhaft so gewollt ist, dass Frontline nur für eine Woche kommt, aber es steht quasi nächste Woche dann schon wieder das Stählerne Jäger an.
Also der nächste Event-Modus, wo ihr wahrscheinlich auch wieder experimentelles Zubehör wie in Frontline gewinnen könnt und wo ihr natürlich dann auch wieder Battle Pass-Punkte sammeln könnt. Tendenziell war es ja früher so, dass ihr, für die, die es nicht mehr wissen, kurzer Blick in die Geschichte zurück, war es früher so, dass ihr Marken, Frontline-Marken gesammelt habt und von diesen Frontline-Marken konntet ihr euch bestimmte Reward-Panzer kaufen. Zum Beispiel damals den Emil 1941 oder den AE Phase One. Als der nämlich rauskam, war er kein Battle Pass Panzer, sondern es war ein Frontline Reward Panzer. Das Ganze war auch für den Char Futur so. Erst danach hat dann Wargaming den Battle Pass eingeführt und hat im Prinzip aus Modi wie Stählerner Jäger und Frontline Möglichkeiten gemacht, den Battle Pass weiter zu grinden. Deswegen gab es bei Frontline früher auch noch deutlich mehr zu verdienen, plus Credits, plus Verbrauchsmaterial, plus ich glaube sogar auch Fahrzeugzubehör. Also das war natürlich eine ganze Zeit lang super lukrativ. Mittlerweile hat Wargaming wieder ein bisschen angezogen. Zwischendurch war das gar nicht so effektiv, weil es gar nicht viel zu gewinnen gab, außer die Battle Pass Punkte. Und für Leute, die ohnehin viel Random spielen, waren die Battle Pass Punkte eigentlich nie das Problem. Ja, ansonsten gibt es jetzt wieder einiges zu bekommen. Wie gesagt, Anleihen, experimentelles Zubehör, die Umschulungsbefehle, die Direktiven. Also da ist schon ein bisschen was geboten. Und man muss natürlich sagen, neue Karte, neues Glück. Egal, wie gut oder wie schlecht die Karte ist. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt in 7 Tagen dazu kommt, das überhaupt zu eruieren, weil letztendlich ihr natürlich auch die anderen beiden Karten, also die Sommerkarte und die Winterkarte, auch weiterhin im Umlauf haben werdet. Das wiederum bedeutet, dass ihr jetzt auch keine Garantie habt, dass ihr überhaupt am Abend einmal oder tagsüber einmal die neue Karte bekommt. Ist natürlich ärgerlich, wenn das gar nicht stattfindet. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bleiben auch natürlich die anderen beiden Karten im Umlauf und ihr müsst dann schon irgendwie sehr viel so eine Riesenkarte spielen, um dass ihr da mal so ein Gefühl für bekommt. Also ich habe die Karte jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gespielt und ich würde mir jetzt nicht zutrauen zu sagen, okay, so und so hoppelt der Hase, sondern viel muss man dann einfach intuitiv machen und so ein bisschen einfach schauen, wo gute Positionen sind, wo die Gegner langkrachen, was so gespielt wird. Also Learning by Doing, und das finde ich persönlich dann wieder interessant und das hält den Modus dann für mich auch interessant, wenn man nur 7 Tage Zeit hat und wenn man dann, wie gesagt, auch eine neue Karte zum Erkunden hat. Da sei gar nicht mal so sehr gesagt, wie toll oder wie schlecht die Karte ist, kann ich jetzt noch keine Aussagen zu treffen, aber ihr habt halt was Neues und was Neues ist halt in solchen Fällen, wenn es um Content geht, immer geiler. Ja. Haben wir über die zeitliche Abfolge gesprochen, wir haben über die Booster gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was ihr bekommen könnt, wir haben darüber gesprochen, welche Panzer für Frontline Sinn machen und natürlich auch, welche Panzer ihr hier fahren könnt. Wie gesagt, das Thema hier auch vor allem unliebsame Grinds durchzuziehen, finde ich persönlich nicht verkehrt. Wenn ich jetzt noch Grinds offen hätte, dann würde ich das ganz genauso machen. Aber auf meinem Hauptaccount habe ich tatsächlich keine Grinds mehr. Ich würde mir ein Fahrzeugdeck auf jeden Fall aber selbst auch als Free-to-Play-Player so zusammenstellen, dass ihr 1, 2 Premium-Panzer dabei habt. Auch ein T-103, einen Patriot kann man auch hier in Frontline sehr gut spielen. Um ehrlich zu sein, kann man alles sehr gut in Frontline spielen, weil die Möglichkeiten, am Gefecht teilzunehmen, mannigfaltig sind, deutlich besser natürlich als in Random-Gefechten, wo die Karten kleiner sind. Und im 30 gegen 30, wenn ihr euch da clever positioniert, gibt es immer Möglichkeiten, den Gegnern in die Seite zu feuern und es gibt immer Möglichkeiten, überraschend aufzutauchen. Also, wie gesagt, da auf jeden Fall eure Premium-Panzer mit an die Hand nehmen. Was ich sagen muss, was viele im Vorfeld ja beschwört haben, dass wir in Frontline die absolute BZ-176 solche bekommen werden. Das habe ich ehrlicherweise nicht gemerkt. Ich glaube aber auch, dass der BZ-176 einfach zu langsam ist, gerade in den zweiten beiden Zonen und ihr halt nur 4-mal diesen Raketenbooster habt. Da übrigens sei gesagt, dass die Animation der Raketen nicht richtig funktioniert. Falls ihr versucht habt, euren BZ auszuprobieren, dann wisst ihr das jetzt. Also die Raketenfunktion oder diese Raketenantriebsfunktion, die ist leicht verbuggt. Sie funktioniert, aber die Animation
die funktioniert nicht. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, auch, dass der BZ eine äußerst schlechte Wahl ist, aus zwei Gründen. Wie gesagt, die erste habe ich gerade genannt. Er ist relativ langsam, kommt schwer hinterher, wenn ihr nicht den Raketenantrieb mehr zur Verfügung habt. Und zweitens, die Munition, die man ja eigentlich auf dem BZ spielen will, gerade zum Beispiel auch im Random, ist die Hash-Munition. Und die ist natürlich die Premium-Munition. Und das wiederum sorgt natürlich dafür, dass ihr weniger Credits verdient. Und das ist ja letztendlich der Hauptanlass, jedenfalls für den Großteil der World of Tanks Spieler, die Frontline spielen, Credits verdienen. Ja, wie gesagt, ich habe in 2 Stunden 2,5 Millionen gemacht. Das war, glaube ich, ganz ordentlich. Und wenn ihr jetzt mal so geguckt habt auf die Fahrzeuge, die ich bis jetzt gespielt habe, ich habe die jetzt nicht extra noch umgerüstet. Das habe ich mir früher, den harten habe ich mir früher gemacht, dass ich quasi auch noch die gesamte Premium-Munition rausgenommen habe. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber ich nutze die Premium-Munition überhaupt gar nicht in Frontline. Einfach, weil ich hier natürlich auch meine Credits maximieren will. Das, was ich nutze, das ist definitiv die Ration. Das hat sich für mich bis jetzt auch ausgezahlt. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zu, dem einen oder anderen wird es sicherlich schon aufgefallen sein, nochmal zu den Rängen. Ja, mittlerweile läuft es so, dass die Kampfreserven dann gezündet werden, wenn ihr einen Rang schafft, und alle Kampfreserven verbessern sich das erste Mal, wenn ihr Hauptmann werdet und dann nochmal, wenn ihr Major werdet. Also wie gesagt, ihr müsst erstmal, früher war das ein bisschen anders, da hatte man von Anfang an die Kampfreserven und hat dann tatsächlich auch noch, während man Frontline gespielt hat, die Kampfreserven hochgegrindet. Das heißt, wenn man länger Frontline gespielt hat, hatte man auch noch bessere Kampfreserven. Jetzt ist es so, wenn ihr dann später General werdet, falls ihr General werden solltet in eurer Runde, dann kriegt ihr noch einen Generalsbonus. 1,5% auf die Spezialisierung eures Teams, und das Ganze umfasst bis zu 10 Generäle. Das heißt, ihr könnt insgesamt 15% der Spezialisierung eures Teams verbessern. Also es gibt jetzt, wie gesagt, einen Generalsbonus. Nicht nur für euch selber ist das natürlich geil. Und als General habt ihr dann auch die größtmögliche Bandbreite an Gefechtsreserven mit dem größtmöglichen Level. Also immer versuchen, General zu werden. Lohnt sich nicht nur, weil ihr damit am meisten Punkte bekommt und weil ihr da wahrscheinlich dann auch am meisten Erfahrung gesammelt habt, sondern weil es dann auch noch einen Generalsbonus gibt. Also immer schön auch unten rechts eure Reserven nutzen. Ja, gerade wenn ihr zum Beispiel sowas habt wie Inspira, dann die eigenen Mitspieler immer inspirieren, hoffen, dass die dann durch euch inspiriert Schaden machen. Das schmeckt nämlich immer richtig. Da gibt es dann sowas wie Unterstützungsschaden. Ihr seht das jetzt hier gerade, ne? Wenn hier einer von den Kollegen, die ich inspiriere, Schaden macht, dann gibt es dafür extra nochmal, ja, Bonus-XP. Kommen wir vielleicht nochmal dazu, wie ihr am besten und am schnellsten in Frontline vorankommt. Die Panzer, habe ich schon gesagt, in den ersten Zonen definitiv machbar und definitiv auch gute Wahl, sind Heavys und Panzer mit sehr starker Panzerung. Sowas wie ein Vipera zum Beispiel kann man auch gut spielen, wo ihr quasi in den Cap reinkrachen könnt oder in beiden Richtungen. Einmal um zu cappen oder einmal um zu decappen. Das ist definitiv möglich. Dann im weiteren Verlauf eher mobile Fahrzeuge und hinten raus dann vielleicht TDs auf den letzten Etappen oder wieder Heavys. Das wäre so meine persönliche Abfolge. Dann habt ihr natürlich auf der anderen Seite ihr habt einiges an Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln. Ihr könnt zum einen darauf euch spezialisieren, cappen, decappen. Das machen viele. Das bringt nämlich am meisten Punkte. Ihr werdet es auch feststellen, dass viele der Leute, die jetzt hier in Frontline mit der Arti reinklicken, eigentlich die ganze Zeit nichts anderes machen, als sich irgendwo hinzustellen und die ganze Zeit in die Caps reinzufeuern. Gerade als Verteidiger ist das ein äußerst, äußerst effektives Mittel, um extrem schnell, extrem viel Erfahrung aufzubauen. Also ihr kriegt sehr, sehr viel oder verhältnismäßig sehr, sehr viel XP für das Decappen.
Ansonsten kriegt ihr auch relativ viel Erfahrung für das Cappen. Da muss man natürlich zusehen, wenn ihr, das ist ein bisschen abgestuft, am meisten XP kriegt ihr natürlich, wenn ihr einer der drei Leute seid, die im Cap-Kreis stehen und dann erfolgreich durchcappen. Das gibt am meisten. Wenn ihr der vierte, fünfte, sechste, siebte seid, der im Cap-Kreis steht und euer Team cappt erfolgreich durch, dann kriegt ihr trotzdem noch ein bisschen mehr XP, weil ihr im Cap-Kreis standet und mitgeholfen habt. Oder weil zum Beispiel einer von den drei Hauptcappern durch ja, einen Arti-Schlag, durch die Arti selber oder durch einen Luftangriff quasi geblockt worden ist. Das seht ihr dann immer, wenn ihr im Cap-Kreis selber standet. Kennt ihr vielleicht, dass dann da so ein kleines Geblockt-Schild ist. Das bedeutet, dass ihr für den Moment nicht mehr mitcappt und jemand anders euren Cap übernimmt. Dafür gibt es dann am zweitmeisten XP, also wenn man überhaupt sicherstellt, dass man im Cap steht, während gecappt wird. Und es gibt dann nochmal, das ist dann so die dritte Abstufung, es gibt dann nochmal die Möglichkeit, mehr XP zu bekommen, wenn man sich in der Zone befindet, die gecappt worden ist. Andersrum, wenn ihr euch als Verteidiger in der Zone befindet, die die ganze Zeit vom Gegnerteam nicht gecappt wird, beziehungsweise wo die Gegner es nicht schaffen zu cappen, da gibt es dann natürlich am meisten XP, wenn ihr regelmäßig die Caps bringt, wenn ihr vor allem Gegner beschädigt, die im Cap stehen. Habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Aber auch wenn ihr euch nur in der Zone befindet, gibt es von Zeit zu Zeit extra XP für das erfolgreiche Verteidigen der Zone. Und dann habt ihr natürlich ganz klar den Aspekt Schaden, Unterstützungsschaden und Kills. Das macht natürlich auch den Löwenanteil eures Fortkommens aus. Wie gesagt, ich würde sagen, cappen, decappen, das bringt am meisten XP. Danach dann definitiv die Kills, dann danach der Schaden, danach der Unterstützungsschaden und vor allem natürlich auch das Einsetzen eurer Kampfreserven. Also Arti-Schlag, was auch immer gut ist, ist das Aufklärungsflugzeug, Inspira. Wenn ihr vielleicht den Pionier wählt, damit kann man auch gut cappen, decappen. Also ich würde früher oder später auf jeden Fall auf eure Lights, ich habe das jetzt hier, weil das die erste Runde gestern war, die ich gespielt habe, noch nicht gemacht. Ich würde auf die Lights auf jeden Fall immer den Pionier draufhauen. Auf euren Heavy, den ihr in der ersten Stage zum Cappen oder Decappen wählt, würde ich auch den Pionier draufhauen. Also da müsst ihr schauen, dass ihr euch schon vor Beginn der Runde eigentlich ein intelligentes Setup zusammenstellt und euch so überlegt, okay, das sind meine Panzer, mit denen möchte ich in den ersten Zonen spielen. Da sollte, wie gesagt, auf jeden Fall dann sowas wie Pionier drauf sein. Dann habt ihr Panzer in der mittleren Zone. Da sollten dann auf den mobilen Panzern vielleicht der Pionier-Skill oder die Pionierfähigkeit drauf sein. Und dann hinten raus geht es eigentlich nur noch darum, die stärksten Panzer zu spielen, mit denen ihr eigentlich potenziell den größten Schaden anrichten könnt. Ihr seht das jetzt hier, wir sind Major, das heißt, unsere Kampfreserven sind jetzt auch schon auf Stufe 3. Ja, und wir stehen sogar schon kurz vor dem General. Wir haben jetzt knapp 9000 Schaden gemacht, 1487 Unterstützungsschaden. Aber wir haben auch regelmäßig Schaden im Cap gemacht. Das heißt, wir haben Gegner, die gecappt haben, sowohl mit Arti-Schlag als auch natürlich mit unserem eigenen Schaden bekämpft. Mit so einem EBR oder so oder einem Light macht das natürlich auch immer Sinn, einfach um den Cap-Kreis rumzufahren. In einem überraschenden Moment, wenn die Gegner da drin stehen, jeden einmal zu beschießen. Dann auf jeden Fall, was natürlich auch, aber ich denke, das ist klar, was natürlich auch extrem viel XP bietet, ist, wenn ihr jemanden im Cap killt, also der gerade dabei ist zu cappen und den dann killt. Ja, im Prinzip war es das auch schon, was man zu Frontline wissen muss. Die Karten, das nimmt euch keiner ab. Das ist Learning by Doing, ganz einfach. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen und dadurch, dass dieser Modus auch in keine Wertung eingeht. Mein Gott, wenn ihr die Karten nicht kennt, umso besser eigentlich für euch. Weil ihr dann mehr zu erkunden habt, mehr zu erlernen habt und man kann sich hier durchaus ausprobieren. Und es ist nicht wie im Random, wo die Karten bis ins Kleinste eigentlich durchanalysiert sind und wo man, wenn man bestimmte Büsche nicht kennt, schon einen Nachteil hat. Also wo dann in bestimmten Spotbüschen etc. Sneaky Lights drinstehen, die euch das Leben zur Hölle machen und ihr dann kaum eine Chance habt, wenn ihr keine Ahnung habt. In Frontline ist es ein bisschen anders, dadurch, dass 30 gegen 30 fahren und es Dutzende von Aufklärungsflugzeugen gibt,
die Geschütztürme hier, also die Hauptziele selber auch noch spotten. Also bedeutet quasi Gegner, die um euch herum stehen, von den Geschütztürmen selber, nicht mal von Mitspielern gespottet werden. Deswegen habt ihr eigentlich immer ganz gute Informationen und ihr habt dann am Ende die Möglichkeit, selber zu gucken, was passiert, wie ihr an die Situation rangehen könnt. Und es gibt auch immer Möglichkeiten, aus der Distanz zu schießen, in die Gegner reinzukrachen. Also die Gefechtssituationen sind eigentlich mannigfaltig und ihr habt eigentlich immer die Möglichkeit mitzuspielen. Wichtig für euch nochmal, ich persönlich nehme immer nur 3 Fahrzeuge. Damit komme ich ganz gut hin. Manchmal brauche ich auch nur 2 Fahrzeuge. Je mehr Fahrzeuge ihr mit Verbrauchsmaterial in euren Frontline-Zyklus mit reinhaut. Also ich bin jetzt hier gefahren nur den IS-3A, den EBR und den Progetto. Dafür zahle ich dann aber auch zum Beispiel, wenn ich den Feuerlöscher brauche, den Feuerlöscher oder wenn ich die Rationen verbrauche, die Rationen. Aber nur einmal. Ja? Also wenn ich dann den Progetto nochmal spiele im späteren Verlauf der Runde, dann muss ich das nicht nochmal bezahlen, weil das ist dann für die eine Runde schon bezahlt. Wenn ihr jetzt aber 5 Panzer nehmen, 5 verschiedene, müsst ihr für diese 5 verschiedenen Panzer die Munition zahlen. Ihr müsst die Verbrauchsgüter für 5 verschiedene Fahrzeuge bezahlen. Und wenn ihr Rationen fahrt auf den Panzern, dann müsst ihr auch 5-mal Rationen bezahlen. Ja, das rechnet sich dann natürlich wieder runter von eurem Gesamtumsatz. Das möchte ich hier an dieser Stelle nur nochmal betont haben, dass ihr euch quasi da nicht verkalkuliert und nicht eure hart erworbenen Credits dadurch wieder rausschmeißt. Also jedes Fahrzeug, was ihr aus eurem Fahrzeugpool oder aus eurer Garage bemüht in Frontline rein, das müsst ihr dann auch mit den Verbrauchsmaterialien und der Munition bezahlen. Wenn ihr dann aber das Fahrzeug ein zweites Mal in der Runde dann pickt, das muss dann nicht noch ein zweites Mal bezahlt werden, sondern das ist dann bereits bezahlt. Deswegen halte ich meine Fahrzeugauswahl pro Runde eigentlich immer auf maximal 3, besser sogar nur 2. Ja, und weil ich leider die Replays nicht hochladen kann bei WOD Replays, zeige ich euch das jetzt hier. Das sind die Postgame-Stats aus dem Stream quasi von gestern. Ihr seht hier, dass quasi Bonus der persönlichen Reserven sind 158.000 Credits. Gefechtszahlung, das sind die Clan-Credit-Booster, nochmal 94.918. Summa summarum, hier unten steht die ganze Munition, die wir bezahlen mussten, die Verbrauchsmaterialien. Und damit kommen wir unterm Strich auf 458.000 Credits nach 26 Minuten. Müsst ihr selber überlegen, ob ihr hier mehr verdient oder im Random. Ich persönlich, wenn es eine gute Frontline-Session war, mache im Frontline mehr Credits. Wenn es natürlich eine gute Random-Session war, im Random mehr Credits. Aber hier könnt ihr euch halt sicher sein, dass ihr hier immer einschubige Gefechte habt und ihr braucht natürlich hier deutlich weniger Premium-Munition und ihr fightet hier nicht dann regelmäßig vielleicht eine Stunde lang gegen 9er und 10er, wo ihr dann Premium-Munition unterm Strich braucht. Und ihr seht hier, ne, ihr könntet dann hier bei den Postgame-Stats noch auf die einzelnen 3 Panzer klicken und euch nochmal die Solo-Stats der Panzer angucken. Aber ich denke, so ist eigentlich alles gesagt und gezeigt. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat, noch ein paar Punkte mitzunehmen und euch zu überlegen, lohnt sich Frontline, lohnt sich nicht, soll ich das ausprobieren, etc. Ich wollte auf jeden Fall euch auf den neuesten Stand holen. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben, denkt an den Algorithmus-Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.